Die Lawinenkunde hat sich in den letzten Jahren ja sehr stark weiterentwickelt. Ein Ausdruck darin ist zu sehen, dass es sowas wie Lawinenprobleme gibt. Und zwar nicht unzählig viele, sondern nur 5. Und mit diesen 5 Lawinenproblemen können wir als Anwender, Anwenderinnen sehr gut arbeiten. Das erste Lawinenproblem ist das Neuschneeproblem. Neuschnee führt immer zu einem Anstieg der Lawinengefahr. Um die lokalen Verhältnisse gut einschätzen zu können, bedienen wir uns dem Konzept der kritischen Neuschneemenge. Wie viel Neuschnee ist hier vor Ort, wo wir unterwegs sind, gefallen? Sind die Verhältnisse eher günstig? Hat es nicht so viel geschneit? Waren die Bedingungen während des Neuschneefalls günstig? Und die Bedingungen vor dem Neuschnee, also die alte Schneeoberfläche, auch günstig? Dann sind Situationen mit bis zu 50 cm Neuschnee gar nicht so kritisch. Sind die Verhältnisse eher ungünstig? War zum Beispiel die alte Schneeoberfläche ungünstig oder waren die Verhältnisse während des Schneefalls, zum Beispiel die Temperatur und der Wind, eher ungünstig, dann reichen vielleicht schon 10 bis 20 cm Neuschnee aus, sodass man eine ungünstige Situation vorfindet. Um mit einer Neuschneesituation umgehen zu können, sollte man auf 2 Sachen achten. Zunächst einmal ist es wichtig, abzuwarten, bis der Neuschnee sich etwas setzen kann und die Verbindung zwischen den Kristallen sich etablieren kann. Und dann sollte man noch schauen, dass man nicht ein Neuschnee- und Altschneeproblem zugleich hat. Das erfahren wir im Lawinenlagebericht oder indem wir in die Schneedecke schauen oder vielleicht wissen wir auch, wie die alte Schneeoberfläche vor dem Schneefall ausgesehen hat. Ein weiteres Lawinenproblem ist das Triebschneeproblem. Beim Triebschneeproblem geht es vor allem um die Verbindung von lockerem Schnee und Wind. Wind ist der Baumeister der Lawinen und Wind verfrachtet den Schnee sehr unregelmäßig im Gelände. Diese unregelmäßigen Schneehöhen führen dazu, dass es Spannungen in der Schneedecke gibt und Lawinen entstehen können. Das heißt, beim Triebschneeproblem geht es vor allem darum zu erkennen, wo die frischen Triebschneeansammlungen liegen. Der Wind verteilt den Schnee vom Luv ins Lee, also von der windzugewandten in die windabgewandte Seite. Und dort im Lee, da liegt der Schnee, da liegt der Triebschnee und diese Triebschneeansammlungen muss man meiden. Windzeichen, die uns einen Hinweis geben, wo der Triebschnee liegt, sind beispielsweise Windgangeln, also diese strukturierten Oberflächen, die mit der Spitze gegen den Wind zeigen. Beispielsweise auch Wächten, Schneefahnen am Grat, abgewehte Rücken können Hinweise dafür sein, wo der Triebschnee liegt. In den Bereichen, wo der Wind auf den Schnee trifft, nimmt er Schneekristalle mit. Die werden dann zerkleinert, mechanisch, und werden dann in den Windstillen, also im Lehbereich, hinter Hindernissen abgelegt und bilden diesen gefährlichen Triebschnee. Als letztes muss ich mich dann fragen, wie alt ist der Triebschnee? Ist er vielleicht schon wieder verheilt? Und wie heikel war die Altschneeoberfläche, auf denen der Triebschnee abgelegt wurde? Das Triebschneeproblem ist in der Regel nach 1 bis 3 Tagen vorüber. In Abhängigkeit natürlich, ob der Wind andauert oder ob der Wind nachlässt. Je frischer der Triebschnee, desto störanfälliger ist er, desto problematischer ist es. Neben den scharfkantigen Spurrändern oder dem Spursteg, der in der Mitte bleibt, erkennt man den Triebschnee am besten mit dem Schaufeltest. Das heißt, man nimmt eine Schaufel voll Schnee, schüttelt daran und wenn sich Blöcke lösen bzw. wenn sich so Spannungsrisse bilden im Block, dann hat man eindeutig Triebschnee. Wenn er locker runterrieselt ohne Spannung, dann ist der Schnee ungebunden. Nassschneesituationen treten vor allem im Frühjahr auf. In einer Nassschneesituation geht es um das Wasser, das durch die Schneedecke sickert. Das Wasser kann durch Regen entstehen, dann kommt natürlich auch noch eine Zusatzlast auf die Schneedecke durch den Regen oder durch die Erwärmung und das Schmelzen der Schneedecke an der Oberfläche. In beiden Fällen wird so entweder die Schwachschicht, die schon existiert, oder eine andere Schicht in der Schneedecke nass und es kommt zu einem Wasserstau. Mit diesem Festigkeitsverlust können spontane Lawinen entstehen. Und diese spontanen Lawinen sind das Hauptmerkmal der Nassschneesituation. Mit einer Nassschneesituation können wir am besten umgehen, indem wir beobachten, wann die Schneedecke friert und wieder schmilzt. Wir müssen also schauen, wann ist der Himmel offen in der Nacht und kann die Schneedecke abstrahlen und wie warm wird es während des Tages und wann müssen wir von unserer Tour zurück sein. Wenn also der tragfähige Schmelzhausdeckel nicht mehr vorhanden ist und man knietief im Firn steht, ist es höchste Zeit, dass man abfährt, dass man
umdreht. Und das ist auch die Empfehlung beim Nassschneeproblem: früh aufbrechen, früh zurück sein, solange die Schneedeckenstabilitäten noch in Ordnung sind. Beim Gleitschneeproblem gleitet die Schneedecke langsam am Boden auf einem Wasserfilm talwärts. Wir können oftmals sogenannte Fischmäuler, also Risse in der Schneedecke, beobachten und die weisen auf diese Gefahr hin. So unberechenbar auch der Abgang von so einer Gleitschneelawine ist, es kann mitten in der Nacht oder auch am Tag sein, so wenig Unfälle passieren aber. Und das liegt daran, dass wir a. die Situation leicht erkennen können und b. auch die Gefahrenstellen leicht umgehen können. Von allen Lawinenproblemen am schwierigsten zu erkennen ist das Altschneeproblem. Während man beim Neuschnee den Neuschnee sieht, beim Triebschnee die Windzeichen, beim Nassschnee den nassen Schnee und beim Gleitschneeproblem die Lawinenmäuler bzw. Fischmäuler, sieht man beim Altschneeproblem an der Oberfläche nichts. Das heißt, hier ist die Planung und die Information vom Lawinenlagebericht besonders wichtig. Alternativ und ergänzend dazu macht es beim Altschneeproblem sehr Sinn, dass man eine Schneedeckenuntersuchung macht, weil man damit die Schwachschicht in der Altschneedecke erkennen kann. Grundsätzlich muss man bei Altschneeproblemen immer sehr defensiv unterwegs sein, weil zwar die Auslösewahrscheinlichkeit sehr gering ist, aber das Schadensausmaß meist sehr hoch ist bei Altschneelawinen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sehr große Unfälle mit 5, 6, 7 Toten immer auf Altschneeprobleme zurückzuführen waren. Das heißt, beim Altschneeproblem defensiv unterwegs sein, noch besser die 30-Grad-Regel einhalten und, wenn es geht, auch einmal eine Schneedeckenuntersuchung machen. Nichts spiegelt das Können und den Kenntnisstand eines Skitourengehers, einer Skitourengeherin in ähnlichem Maß wider wie die Fähigkeit, sich optimal im Gelände zu bewegen. Das Vermeiden von Gefahrenstellen, von Geländefallen und das Ausnützen der günstigen Strukturen im Gelände, das gilt es zu lernen. Das ist ein Lernprozess, der geht über Jahre, über Jahrzehnte. Das ist aber auch das Spannende beim Skitourengehen. Und wenn man das einhält, dann hat man immer sichere und schöne Erlebnisse.